1985 zog die sogenannte Blaue Karawane ins Kloster Blankenburg ein. Das kann man hier sehen. Das Kloster Blankenburg war eine Außenstelle der Bremer Psychiatrie in Oldenburg, also gar nicht in Bremen selbst. Und worum ging es? Es ging um die Schließung des Klosters Blankenburg. Die Psychiatrie dort war in Verruf geraten. Es gab immer wieder massive Kritik an menschenunwürdigen Verhältnissen in dieser Psychiatrie, die als Verwahranstalt gelten kann, also für die Unterbringung von Langzeitpsychiatriepatienten. Und Bremen hat hier eine Vorreiterrolle gespielt, hat relativ früh entschieden, diese Psychiatrie zu schließen. Und diese Schließung hat sich über mehrere Jahre hingezogen, 1980 bis 1988. Und Mitte der 80er fand eben dieser, ja, im Grunde Demonstrationszug statt. Also man reiste durch Deutschland, besuchte mehrere verschiedene Psychiatrien und berichtete dort von der Schließung einer Psychiatrie in Bremen. Also wo man diesen Schritt tatsächlich vollzogen hat, eine Psychiatrie zu schließen. Und die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich dafür eingesetzt, dass sie eben zurückkehrten nach Bremen in die Stadt. Und man sieht jetzt hier den Einzug ins Kloster Blankenburg. Das war die vorletzte Station dieser Reise durch Deutschland, die dann in Bremen selbst endete.